höchste Gebirge der Welt ist das Ergebnis einer Kollision des indischen Subkontinents mit der tibetisch-chinesischen Landmasse. 2400 Kilometer lang, 50 bis 90 Kilometer breit und bis über 8800 Meter hoch. Und wird durchschnitten von zahlreichen Flusstälern, die nach Süden hin zur Ganges-Tiefebene steil abfallen. Seine Kerngebiete sind karg, rau und lebensfeindlich. Niederschläge graben tiefe Furchen in das Gestein. Dem Reich des ewigen Eises sind im Süden parallel verlaufende Hügelketten vorgelagert. In ihnen eingebettet große Hochtäler und Seen. Zu Füßen der Achttausender liegt Nepal, das einstige Königreich am Dach der Welt. Bis 1951 verbotenes Land umgibt es immer noch der Zauber von Shangri-La, dem Traumreich am verlorenen Horizont. Lange nachdem sich vor 10.000 Jahren die Gletscher der letzten Eiszeit zurückgezogen hatten und ihre Schmelzwasserseen abgeflossen waren, siedelten sich in den trockengelegten Hochtälern die ersten Menschen an. Sie kamen über die Berge im Norden und aus dem Dschungel des Südens. Über viele Generationen bestellten sie das fruchtbare Schwemmland. Götter und Könige nahmen Besitz von Leib und Seele der Menschen. Sie wurden zu Untertanen von über die Jahrhunderte wechselnden Dynastien. Deren Paläste und Tempel sind noch heute Zeugen einstiger Prachtentfaltung. Die alles sehenden Augen Buddhas durchdrangen den hinduistischen Götterhimmel mit einer neuen Lehre. Sie hebt die Kastenschranken auf und verzichtet auf die Mittlerrolle der Priester. Die Erlösung liegt im Eingehen der Seele in das Nirvana, dem Verwehen in ewiger Seligkeit. Die gewaltigen Erdhügel der Stupas gemahnen an den achtfachen Pfad des Erleuchteten. Über die Pässe des Himalaya kam mit den Einwanderern aus Tibet der Lamaismus ins Land. Das Volk der Sherpa siedelte vor 500 Jahren an steilen Berghängen. Bis auf 4000 Höhenmetern betreiben sie Ackerbau und Viehzucht. Ein wildes Land, ohne Straßen. Lasten werden über schwindelnde Hängebrücken transportiert, traditionelle Handelswege nach Tibet und China. Nur langfällige Yaks und Zopkios sind den harten Bedingungen des Hochgebirges gewachsen. Ist der Himalaya das Land der Sherpa, so vermischen sich im Mittelgebirge, den Tallagen und dem Tiefland Nepals die Völker und Religionen. Auf engstem Raum leben dort rund 60 ethnische Gruppen, die fast ebenso viele verschiedene Sprachen sprechen. Gemeinsame Amtssprache ist Nepali. Mit rund 85% der 27 Millionen Einwohner stellen die Anhänger des Hinduismus die religiöse Mehrheit. Die farbenprächtigen Sadhus fallen als Shiva-Verehrer sofort ins Auge.
Kathmandu, Hauptstadt und Mittelpunkt des Landes. Die Straße vor dem ehemaligen Königspalast. Dort, wo sich heute Autos, Kleinbusse und Motorräder durch die Rush-Hour schieben, hatte im April 1990 der schrille Pfiff eines Polizeioffiziers die Straße in ein Schlachtfeld verwandelt. Tausende protestierten friedlich gegen die Vorherrschaft des Königshauses. Dann fielen Schüsse. Es gab Tote. Jahre des Bürgerkriegs folgten, an deren Ende die Demokratiebewegung siegte und den König zur Abdankung zwang. Heute gibt es neben Abgasen und Smog freie Wahlen, zerstrittene Parteien, Postengeschacher der Mächtigen und Stillstand beim Bemühen zum Besten des Landes und seiner Menschen. Kantipur, die schöne Stadt und aus allen Nähten platzende Metropole Nepals, leidet unter explosionsartigem Bevölkerungszuzug. Eine brisante Mischung aus Fluchtbewegungen des In- und Auslandes. Arme Bauern verlassen ihre zu klein parzellierten Äcker, über die Landesgrenzen drängen Verfolgte und Gepeinigte aus Nord und Süd. Nepal, ein armer Zwerg zwischen zwei Riesen. Ein politischer und wirtschaftlicher Spielball zwischen China und Indien. Ganz den Fußgängern und Fahrradrikschas gehört rund um den Durbar Square der ehemalige Palastbezirk der Malla-Herrscher. Auf dem weiten Basantapur-Platz hat das tibetische Kunstgewerbe sein Refugium. Direkt am Platz steht auch die Residenz der Kumari, eine jungfräuliche Kindgöttin. Aus Tradition und Respekt darf sie nicht abgelichtet werden. Das Portal führt in einen Innenhof mit prächtig geschnitzten Balustraden. Manchmal zeigt sich die Kumari im Fenster, die ansonsten ihren bescheidenen Palast nur einmal im Jahr zum Indra-Fest verlässt. Vor dem stillen Haus der lebenden Göttin lärmt der Alltag in den geschichtsträchtigen Kulissen der Altstadt. Wie für Städte der Newa-Bevölkerungsgruppe üblich, gruppieren sich hier Palastgebäude und Tempel in enger Nachbarschaft. Mittendrin der beherrschende Majudega-Tempel. Ein idealer Ansitz für die allgegenwärtigen Fotosadhus. Prächtige Schnitzereien schmücken das Portal der schräg gegenüberliegenden Shiva-Parvati-Mandir-Götterherberge. Auch an ihrem Eingang muss mit einem der geschäftstüchtigen Heiligen gerechnet werden, die naheliegenderweise die touristischen Brennpunkte der Stadt besetzt halten. An Farben und Ausstattung wird dabei nicht gespart. Ob Malla oder Shah-Dynastie, ob Rana-Herrscher und die Könige der Neuzeit, Kathmandu war bis in das 20. Jahrhundert Regierungssitz mit entsprechenden Prachtbauten. Die Hofhaltung der weltlichen Herrscher beobachten Shiva und Shakti Parvati bereits seit über 300 Jahren aus dem ersten Stock. Zähnefletschende Monster schützen sie. In direkter Nachbarschaft thront überlebensgroß die Figur des Kala Bhairava, der schreckeneinflößenden Manifestation Shivas. Die Legende sagt, wer in seiner Nähe lügt, würde Blut erbrechen und sterben. Das Hanuman-Doka-Portal gab dem anschließenden Palast seinen Namen. Der reitende Shiva samt Gattin bewachen ihn ebenso wie die verhangene Figur des Affengottes Hanuman. Dutzende von Tempeln, Pagoden und Götterstatuen säumen den Durbar Square rund um den Jagannath Mandir. Noch einmal tief Luft holen, bevor es in die belebten Geschäftsstraßen in Richtung des Tamil-Viertels geht. Hier schwimmt der Besucher mit dem Strom der 2-Millionen-Stadt. Wie viele Einwohner Kathmandu genau hat, zählt schon lange keiner mehr.
An der alten Handelsstraße nach Tibet liegt der Indra Chowk, hinter dem sich Kathmandus Gewürzhändler angesiedelt haben. Der Duft von Pfeffer, Nelken, Safran, Curry, Masala und allerlei anderen exotischen Mischungen mischt sich mit der staubigen Altstadtluft. Farbenprächtiges Asien. Impressionen zum Sattsehen. Der Stadtteil Tamel ist der touristische Brennpunkt Kathmandus. Die schmalen Straßen sind gesäumt von Restaurants, Bars und vielen kleinen Geschäften, die alles verkaufen, was Trekker aus aller Welt für ihre Touren ins Khumbu-Gebiet oder zur Annapurna brauchen. Vom wasserdichten Seesack bis zur Regenjacke aus Gore-Tex reicht dabei das bunte Sortiment. Ein Schwätzchen im Fahrradtaxi. Die Ruhe im vorwärts drängenden Leben. Statussymbol des kleinen Mannes ist das Motorrad, das zu Hunderttausenden aus Indien und China eingeführt, die Straßen und Plätze überschwemmt. Angeboten und verkauft wird alles, was bunt und billig ist. Der Preis und die Qualität der Stoffe erfordert Sachkenntnis, sei es im Geschäft oder beim Straßenhändler. Nicht alles, was als reine Naturware angeboten wird, ist auch von Schaf, Ziege oder Yak. Was hier aus Hunderten von Spindeln zusammengeführt wird, ist garantiert echt. Und der Stoff, aus dem Frauenträume sind. Feinster Pashmina. Nepal hat eine lange Tradition in der Verarbeitung und im Weben von Wolle. Die vierbeinigen Lieferanten leben meist in den Höhen des Himalaya. Bergschafe und Wildziegen schützen sich damit gegen die Kälte. In schweißtreibender Handarbeit werden in den zahlreichen Kleinfabriken die Stoffballen gebleicht und danach bunt eingefärbt. Weich und fließend sollen Pashmina-Tücher sein, die in verschiedenen Qualitäten angeboten werden. Dicke Wollknäuel werden in ausdauernder Handarbeit zu Teppichen verarbeitet. Zuwanderer aus Tibet konnten sich mit dieser Fertigkeit lange Zeit einen bescheidenen Wohlstand erarbeiten. Heute sind Billigimporte aus Indien eine harte Konkurrenz. Wird doch menschliche Arbeitskraft dort noch niedriger entlohnt als in Nepal. Traditionelle Muster mit kräftigen Farben. Eine Kunst, die eine ruhige Hand und viel Ausdauer erfordert. Das Ganze auch noch auf dem blanken Boden. Die fein ziselierten Werke aus den Mandala-Malwerkstätten stellen meist Motive aus der buddhistisch-hinduistischen Götterwelt dar. Gold und opulente Form und Farbgebung sind ebenso Kriterium für den Preis wie die Größe und der Name des ausführenden Künstlers. Stimmt alles zusammen, kosten Tanka-Meisterwerke einige tausend Euro. Das feine Klopfen führt in die Werkstätten der Goldschmiede. Sie sind ebenso in einem großen Gewerbegebiet mitten in Kathmandu angesiedelt. Produktion und Verkauf aus erster Hand sind hier vereint. Ja.
Auch hier liefert der hinduistische Götterhimmel die traditionellen Figuren. Und noch einmal nepalesisches Kunsthandwerk, das die Könige des Kathmandu-Tales seit Jahrhunderten an und in ihren Palästen und Tempeln zu schätzen wussten. Der Besucher wird den Meisterwerken der Holzschnitzer überall auf seiner Reise begegnen. Weitere Wegbegleiter sind die Augen des Buddha. Von den Kuppeln der Stupas schauen sie in alle vier Himmelsrichtungen. Hier ist es der größte Stupa des Landes, Bodhnath. Eingerahmt von einem Häusermeer ist er vor allem für die Tibeter das heiligste Bauwerk ihrer Religion auf dem Boden Nepals. Glauben schließt das Geschäft nicht aus. Und so drängen sich zahlreiche Läden im geschlossenen Kreis um die 40 Meter hohe, blendend weiße Kuppel, prächtig geschmückt mit Gebetsfahnen. Eine Legende erzählt, bei der Einweihung wurde der Stupa mit der Kraft von 100 Millionen Buddhas beseelt, sodass jeder Wunsch der Betenden in Erfüllung geht. Eine bauliche Besonderheit fällt ins Auge. Die Halbkugel ruht auf stufenartig aufsteigenden Plattformen. Ein vielschichtiges Symbolgefüge, ein bewusst in die Baukunst umgesetztes Mandala, das den Kosmos verkörpert. Viele Flüchtlinge aus Tibet haben sich in Bodhnath niedergelassen, das heute auch Sitz des Chini Lama ist, des nach dem Dalai Lama und Panchen Lama wichtigsten Repräsentanten des tibetischen Buddhismus. Um den Stupa haben sich auch einige ihrer Klostergemeinschaften angesiedelt, die teilweise dem Besucher offenstehen. Auge in Auge mit dem Buddha. Dem Himmel näher liegt Swayambhunath. Am östlichen Ortsrand von Kathmandu, auf einem 1400 Meter hohen Hügel, überragt die buddhistische Tempelanlage das Tal. Pilger und Besucher nähern sich dem heiligen Berg durch den Buddha Amideva Park, hinter dessen bunt bemaltem Eingangstor die überdimensionalen goldverzierten Statuen von Buddha Shakyamuni, Buddha Chenrezig und Guru Rinpoche über das geistige Wohlergehen der Gläubigen wachen. Drei steinerne Buddhas flankieren den Weg, der über 365 Stufen hinauf zum großen Stupa führt. Der Klang der Schwingschalen begleitet ebenso wie das geschäftige Hämmern der Steinmetze, die Mandalas zum Kauf anbieten. Buddha als willkommenes Souvenir. Noch 100 Treppenstufen, dann ist das Plateau erreicht. Der Donnerkeil des Buddha Akshobhya erwartet den Pilger. Der vergoldete Vajra gilt als Symbol des ewig Absoluten.
Neben dem Stupa ragen zwei blendend weiße Türme auf. Der Erbauer, König Pratapamala, ließ sie so platzieren, dass sie, vom Stadtzentrum aus gesehen, ein symmetrisches Bild ergeben. Die Entstehung der Kultstätte ist von Legenden umrankt, lässt sich aber verlässlich bis in das 5. Jahrhundert zurückverfolgen. Mehrfach von Erdbeben zerstört, gewann Swayambhunath seine heutige Form aber erst Mitte des 17. Jahrhunderts. Der Stupa wird im Uhrzeigersinn umrundet. Besonderes Merkmal des Heiligtums ist sein vergoldeter, quadratischer Aufsatz mit der Turmspitze. Die 13 sich verjüngenden Ringe repräsentieren die 13 Himmel des buddhistischen Weltbildes, aber auch die 13 Methoden der Verbreitung der Lehre oder die 13 Stufen der Vollendung. Stand im frühen Hinayana-Buddhismus nur Mönchen der Weg zum Nirvana offen, so ermöglichte dies im 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die Richtung des Mahayana auch dem einfachen Volk. Die Gebetsmühlen und Fahnen wurden erst von den Tibetern im vergangenen Jahrhundert eingeführt. Eine Vielzahl von Göttern und Buddhas wird auf dem heiligen Berg von Hindus wie von Buddhisten angerufen. Mit seinen vergoldeten Pagodendächern ist der kleine zweigeschossige Hariti-Tempel eines der bevorzugten Ziele für Buddhisten wie Hindus. Verehren die Buddhisten im Kultbild des Schreines die populäre Schutzgöttin der Kinder, Hariti, so verkörpert es für die Hindus die Dämonengöttin Sitala Devi. Gar nichts heilig ist den zahlreichen Affen. Ihnen geht es einzig und allein ums Fressen. Ein Schlaraffenleben im Schatten von Schreinen und Götterbildern der Menschen. Swayambhunath als Aussichtsplattform. Einer der seltenen Tage, an dem sich die Smogglocke, die meistens die Hauptstadt einhüllt, etwas gelichtet hat. Selbst die Hügelkette, die das Kathmandu-Tal einrahmt, ist am Horizont zu erahnen. Quirliges Alltagsleben vor dem Durbar-Square von Pathan. Einst eine der mächtigen Königsstädte, ist der heute rund 100.000 Einwohner zählende Ort fast mit dem benachbarten Kathmandu verschmolzen. Prächtige Bauten und Handwerkskunst zeugen von der Glanzzeit, als Pathan unter dem Namen Lalitpur am Schnittpunkt alter Handelsstraßen die größte und reichste Siedlung im Tal war. Direkt an der heutigen Main Street erstreckt sich der Sundara Chowk, der Palast der Königin. Vishnu in Gestalt zweier Löwen bewacht den Haupteingang. Der Innenhof ist ein beliebter Versammlungsort. Wie schon in der Altstadt von Kathmandu zeigt sich ein dichtes Nebeneinander von Palast und Tempelbauten. Das heutige Ensemble ist bis auf wenige Ausnahmen auf die Bautätigkeit der Mala-Herrscher im 17. und 18. Jahrhundert zurückzuführen. Ja.
An den Digatule-Tempel schließt sich der Nordflügel des Palastes an. Gegenüber liegt der Anfang des 17. Jahrhunderts aus Stein erbaute Balagopala-Tempel. Ein schönes Beispiel der Mala-Architektur. Davor, auf einer Säule, betet die vergoldete Figur von Garuda. Die für alle Neva-Städte charakteristische Durchdringung von weltlicher Macht und spirituellem Kult auf engstem Raum kennzeichnet den besonderen Reiz dieser Plätze. Ein Bummel beschert eine Fülle von Eindrücken. Ein letzter Gruß von Yogananendra Mala. Ein erster Blick in der Dämmerung des Morgens über die vorgelagerten Hügel auf die Eisriesen des Himalaya. Eine Reise hinaus aus den alten und neuen Städten, hinein in die malerische Landschaft des Kathmandu-Tales und in seine Vorgeschichte. Als sich vor etwa 20 Millionen Jahren die Mahabharat-Lek, die heutigen Mittelgebirge, zusammen mit den Gipfeln der Achttausender auffalteten, stauten sich die Wasser der aus dem Norden kommenden Flüsse zu einem riesigen See. Vor 200.000 Jahren trocknete er aus und hinterließ eine fruchtbare Sedimentschicht. Der Legende nach war es der Bodhisattva Manjushri, der mit seinem Schwert eine Bresche schlug und so dem Wasser einen Abfluss durch die Choban-Schlucht verschaffte. Heute zwängt sich der Bagmati auf seinem Weg zum Ganges durch die enge Klamm. So reich die Geschenke der Natur, so wenig profitieren die meisten Menschen davon. Zu viel Land gehört noch immer einem kleinen Kreis von Großgrundbesitzern. Erst im Jahre 2000 wurde die Leibeigenschaft aufgehoben. Nepal zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Weit über die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Über 80% der Einwohner sind in der Landwirtschaft tätig, wobei die meisten Familien nur das anbauen, was sie selbst zum Überleben brauchen. Weizen, Mais, Hirse, Gerste oder Reis. Konnte sich Nepal noch bis Ende der 60er Jahre mit Getreide selbst versorgen, verursacht das starke Bevölkerungswachstum heute Versorgungslücken. Nachdem die ebenen Anbauflächen auf nur rund 20% des gebirgigen Landes begrenzt sind, wird auch Hanglagen jeder Quadratmeter abgerungen. Wertvolles Ackerland geht darüber hinaus durch unkontrollierte Bautätigkeit verloren. Die ländliche Idylle am Wegesrand täuscht über die mittelalterlichen Strukturen und Arbeitsweisen hinweg. Täuschung auch diese beiden eifrigen Erntehelfer. Der Löwenanteil der Feld- und Hausarbeit wird von den Frauen geleistet. Von der Kinderbetreuung ganz zu schweigen. Wer genügend Land besitzt, baut auch Cash Crops, Agrarerzeugnisse gegen Bargeld an. Dazu zählen Zuckerrohr, Tabak oder Tee. Nur sehr langsam können sich die Frauen aus den Zwängen einer hierarchischen Männergesellschaft lösen, die sich noch dazu auf religiöse Traditionen stützt. So werden Mädchen noch immer bevorzugt von ihren Eltern verheiratet. Neue Impulse aus der Großstadt Kathmandu kommen auf dem Land sehr spät und deutlich abgeschwächt an. Ganz im Gegensatz zu den Wohlstandsländern der ersten Welt liegt in Nepal die Lebenserwartung der Frauen niedriger als die der Männer. Kein Wunder. Lastet doch auf ihren Schultern die Mühsal des Alltags. Hinzu kommt eine immer noch hohe Geburtenrate. Zu den wichtigsten Ethnien zählen die Taru im Tiefland, die Sherpa im Gebiet des Mount Everest, die Gurung in der Annapurna-Region und die Newa im Kathmandu-Tal. Hier haben auch die meisten der tibetischen Flüchtlinge eine neue Heimat gefunden.
Rund 40 Kilometer östlich von Kathmandu liegt auf einem Hügel inmitten eines kleinen Ortes der Tempel Changu Narayan. Vorbei an den Werkstätten einheimischer Maskenschnitzer führt die Dorfstraße hinauf zu einem der ältesten und bedeutendsten hinduistischen Heiligtümer. Hinter dem Eingangstor liegt in einem ummauerten Innenhof der zentrale Garuda Narayana Tempel. Der Hof darf auch von Nicht-Hindus betreten werden, nicht jedoch das Heiligtum im Inneren des Bauwerks. Dem Gott Vishnu geweiht, tritt dieser hier in Gestalt des Narayana als Schöpfer eines neuen Weltzeitalters in Erscheinung. Die Wände sind überreich mit Schnitzarbeiten ausgestattet. Dämonenfratzen ziehen sich in Bändern um das ganze Gebäude. Vierarmige Holzskulpturen verzieren die Dachstützen. Äußerlich, dem Shiva-Tempel von Pashupatinath nachempfunden, scheint das Vishnu-Heiligtum nur wenige Gläubige anzuziehen. Auch die Götter stehen offensichtlich im steten Wettstreit um Aufmerksamkeit und Kunden. Im Tempelhof verteilen sich weitere kleinere Opferplätze und eine Sammlung alter Skulpturen. In einer Remise reihen sich Sänften und ein mittelalterlich anmutender Prozessionswagen. In ihnen zeigen sich die Götter bei Umzügen dem Volk. Brahmanen lesen in heiligen Büchern und zahllose Pilger drängen sich. Vishnu Narayana ist jetzt das Ziel der Opfergaben. Sie werden zu Füßen des auf der verschlungenen Weltenschlange Ananta ruhenden Gottes dargebracht. Der Ort Buddhanilkantha beherbergt dieses weitere hinduistische Heiligtum. Lebende Opfer fordert die blutdürstige Göttin Kali in Dakshinkali. Und die Gläubigen bringen sie ihr bereitwillig. Tausende strömen zum Dasein-Fest im Oktober in die bewaldete Schlucht südlich von Kathmandu. Pita wird der heilige Platz genannt. Ähnliche finden sich rings um die Städte des Kathmandu-Tales. Sie sind die vorgeschobenen Abwehrposten gegen das Böse von außen. Die Dakshinkali, Inkarnation der großen Göttin Durga, ist die Bewacherin des südlichen Zugangs. Lange Warteschlangen bilden sich auf dem Weg zur Opferstätte. Turbulent wird es auf den letzten Metern.
Unter dem Baldachin des Schreins drängen sich die Gläubigen, als gelte es, der Erste vor dem Antlitz der Göttin zu sein. Gegen einige Rupies finden Lämmer und Federvieh ihr Ende. Die wilde Kali mag daran ihre wahre Freude haben. Erst auf dem Rückweg klingt die Erregung der Massen langsam ab. Dann füllen die Gläubigen, die von weit her angereist waren, wieder die Überlandbusse. Oft auch in der ersten Etage. Dakshin Kali ist hoffentlich besänftigt und weiter wachsam. Mit 50.000 Einwohnern die kleinste, aber zweifellos die schönste der drei Newa-Städte des Kathmandu-Tales, ist das beschauliche Bhaktapur. Ruhig fließt das Leben auf dem Takapala-Tole-Platz, den der dreistöckige Tempel Dattatreya Mandir überragt. Zwei Ringerstatuen sitzen stoisch. Gleich um die Ecke, in einer Seitengasse, geht der Blick über die Ausstellungsstücke eines Souvenirladens hinauf zum berühmten Pfauenfenster, ein Meisterwerk der heimischen Schnitzerzunft. Einige hundert Meter sind es durch die geschäftige Gomadi-Tole-Straße zum Taumadi-Tole-Platz. Der wird von den Pagodendächern zweier Prachttempelbauten eingefasst, wobei der Niyatapola Mandir gleich 5 Dächer hoch und noch dazu auf einen mächtigen Sockel gestellt ist. Meter misst der Renommierbau des Malerkönigs Bhupatindra, der das Werk Anfang des 18. Jahrhunderts errichten ließ und es der Göttin Bhagwati weihte. Ringer, Elefanten, Löwen und Greife begleiten paarweise den Besucher hinauf in den Kultraum. Von der Plattform ein Blick zurück auf den Bhairava-Mandir-Tempel, der Shiva zugeteilt wurde. Bisher vertragen sich die beiden Überirdischen in enger Nachbarschaft schon über 300 Jahre lang. Ein Prozessionswagen wird geschmückt für das nepalesische Neujahrsfest, das jedes Jahr Anfang April begangen wird. 5 Tage dauern die Feierlichkeiten, während der die aufwendig dekorierten Wagen durch die Stadt gezogen werden. Bhaktapurs Töpfer auf dem Kumale-Toll. Auf dem abschüssigen Platz formen sie einfache Wassergefäße, Schüsseln und Töpfe. Traditionell werden die schweren Töpferscheiben mit einem Stab in Drehung versetzt, bevor der Töpfermeister die Tongefäße in einem Zug geschickt in Form bringt. Anschließend werden sie dann glasiert, in der Sonne zum Trocknen ausgelegt und schließlich im Ofen ziegelrot gebrannt. An den Kumale-Toll grenzt der Palastbezirk, der 1933 heftig unter einem Erdbeben gelitten hatte, sich jetzt aber wieder bestens restauriert präsentiert. Hinter dem Sundoka, dem goldenen Tor, verbirgt sich der Mulchok, der älteste Teil des Palastbezirks. Die 10-armige Taleju, die Schutzgöttin der Malerherrscher, wacht über dem Portal. Ihr zur Seite stehen Bhairab, Kali und der Elefantengott Ganesha. Gleich daneben
erhebt sich der Mitte des 18. Jahrhunderts erbaute steinerne Shikra des Batsala Durga mit der obligatorischen Taleju-Glocke. 55 Fenster zieren die Ziegelsteinfassade des Panchapana Jiale Durbar. Jedes einzelne der Meisterwerke steht für ein Jahr der Amtszeit des Erbauers. Seitlich der Yakshishvara-Tempel, ein traditioneller Pagodenbau mit erfreulichen Szenen aus dem Ramayana-Epos. Szenen und Ortswechsel. Morgendlicher Gesang der Sadhus in Pashupati Nath. Die heiligen Männer machen sich zurecht für einen langen Arbeitstag im hinduistischen Pilgerzentrum an den Ufern des Bagmati-Flusses. Die geballte Präsenz der Sadhus macht deutlich, Pashupati Nath ist für Hindus der heiligste Ort in ganz Nepal. Tausende von Gläubigen kommen jeden Tag in den weitläufigen Tempelbezirk an der Ring Road von Kathmandu, um Shiva, hier als Pashupati, als Gott des Lebens, zu verehren. Die Kehrseite des potenten Shiva-Stier-Symbols empfängt die Besucher am Haupteingang des Tempelbezirks, der nur für Gläubige zugänglich ist. Aber auch von den gegenüberliegenden Terrassen bietet sich ein Blick auf den Gebäudekomplex. Im Laufe der Jahrhunderte wurde viel um- und angebaut. Am nachhaltigsten geschah dies Ende des 16. Jahrhunderts, als Königin Gangarani regierte. Gebete, Waschungen und Opfergaben an den zur Herbst- und Winterzeit spärlich fließenden heiligen Wassern des Bagmati. Erst die Monsunregen im Frühling und Sommer lassen ihn wieder anschwellen. An den Stufen zum Fluss liegen die Ghats, die Verbrennungsstätten der Toten. Täglich von Neuem werden die Holzstöße aufgerichtet. Familie und Freunde nehmen Abschied von einem Verstorbenen. In Pashupati Nath zu sterben und verbrannt zu werden, ist für nepalesische Hindus das höchste aller religiösen Verdienste und garantiert die Befreiung aus dem Zyklus der Wiedergeburten. Bevor die Flammen lodern, werden die Füße des Toten ein letztes Mal mit dem heiligen Wasser des Bagmati gewaschen, bevor der älteste Sohn, der sich als Zeichen der Trauer den Schädel rasiert hat, den Scheiterhaufen in Brand steckt. Der vergängliche Leib wird in Asche verwandelt, während die Seele weiter wandert in einem fortwährenden Kreislauf von Entstehen und Vergehen, eingebettet in die Urkraft Brahman. Nur die endgültige Erlösung, Moksha, kann das Rad der Wiedergeburten durchbrechen. Abschied von Kathmandu. Auf dem Mahendra Highway geht es Richtung Süden durch die Berge der Mahabharat Range ins Tiefland an der indischen Grenze. Überfüllte Busse und schwerbeladene Lkw teilen sich die kurvige Hauptstraße entlang des Trisuli-Flusses. Im Talgrund liegen dicht gedrängt die Felder der Reisbauern. Der durchschnittliche Grundbesitz einer Familie umfasst selten mehr als einen halben Hektar Ackerland. Die kleinparzellierten Felder sind meist weit voneinander entfernt. Wege, die zu Fuß überbrückt werden müssen. Das Land wird intensiv genutzt. Dennoch kann Nepal nur rund 70% seiner benötigten Nahrungsmittel selbst erzeugen und ist auf seinen großen Nachbarn Indien angewiesen. Auf halbem Weg zwischen Kirintar und Mugling liegt Nepals einzige Seilbahn, die Manakamana Cable Car. Ihr Ziel dient dem Seelenheil der Gläubigen. 1998 wurde die 2,8 Kilometer lange Seilbahn mit österreichischer Hilfe für 7,5 Millionen Dollar erbaut. Sie
Sie befördert Pilger zum Tempel von Manakanama, der auf 1300 Metern Höhe über dem Zusammenfluss von Trisuli und Marzianagdi liegt. Die Bahn erspart den mehrstündigen und kräftezehrenden Aufstieg. Von der Bergstation führt ein Pfad zwischen Ständen mit hinduistischen Souvenirs, Spielzeug und Snacks zum Hauptplatz mit dem berühmten Manakanama Devi-Tempel. Jeder Nepalese ist einmal in Manakanama gewesen oder hofft zumindest, zu dem berühmten wunscherfüllenden Tempel zu kommen. Dem heiligen Ort wird nachgesagt, die Göttin Bhagwati erfülle die Wünsche der Pilger, die ihr im Tempel ein Opfer darbringen. Sie ist besonders bei frisch verheirateten Paaren beliebt, die sich einen männlichen Nachkommen wünschen. Das tun die meisten. Träge fließt der Rapinadi durch die weite Ebene des Terai. Das Tiefland im Süden Nepals erstreckt sich als relativ schmaler Streifen entlang der Grenze zu Indien, keine 100 Kilometer von Kathmandu entfernt. Dschungel. Das 1500 Quadratkilometer große Schutzgebiet des Royal Chitwan Nationalparks ging hervor aus dem königlichen Jagdrevier der Rana-Herrscher, die hier bevorzugt dem bengalischen Tiger nachstellten. Heute sind in der Machan Paradise View Lodge Gäste aus aller Welt willkommen, die selbst in der Wildnis nicht auf Komfort verzichten müssen. Direkt vor den Bungalows ein guter Ansitz für die Vogelbeobachtung. Über 400 Arten sind vertreten. Weiter im Visier ein Safari-Elefant auf dem Weg zum täglichen Bad im Fluss. In Nepal werden Elefanten seit Jahrtausenden als Lasttiere und Reittiere eingesetzt, was ihnen große kulturelle Wertschätzung eingebracht hat. Ein Beweis dafür ist die Popularität des Elefantengottes Ganesh, der zum Liebling des hinduistischen Pantheons wurde. Der Mahut ist als Führer des Elefanten für dessen Ernährung und Pflege verantwortlich und arbeitet jahrzehntelang mit dem gleichen Tier. Die vertrauensvolle Beziehung zwischen Mensch und Tier entwickelt sich schon während der gemeinsamen Arbeit in der Elefantenschule. Zweimal täglich starten die Dickhäuter mit den Gästen der Lodge zur Safari-Tour in das Schutzgebiet des Nationalparks. An der Elephant Embarking Station übernimmt der Mahut das Steuer des tonnenschweren Dschungeltaxis. Elefantendame Santikal ist bekannt für ihren wiegenden Schritt und hat gleich ihren Nachwuchs mitgebracht. Der Pirsch auf das seltene Nashorn legt sich nur noch der Fluss quer. Was heute vor das Kameraobjektiv kommen soll, wurde von der zügellosen Jagdleidenschaft der Rana-Herrscher und ihrer englischen Gäste stark dezimiert. Nach Einrichtung eines Nationalparks metzelten Wilderer weiter, erzielte doch das pulverisierte Horn des Rhinoceros als vermeintliches Aphrodisiakum Höchstpreise. Unübersichtliches Terrain. Die Pirscher haben heute kein Glück. Die Abenddämmerung senkt sich über das Terai und beendet die Safari noch bevor eines der erhofften Nashörner gesichtet wurde. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Diesmal geht's per Jeep ins Schutzgebiet auf der anderen Flussseite.
Die Geländewagen stammen meist aus alten Armeebeständen und eröffnen einen größeren Aktionsradius als die Pirsch auf dem Elefantenrücken. Wildhüter Duki kennt das Terrain. Vier Rotwildarten leben in den beinahe europäisch anmutenden Waldgebieten des Chitwan-Nationalparks. Seit seiner Gründung 1973 bietet der Park nicht nur einen Lebensraum für Rehe, Lippenbären, Leoparden und Languren, sondern auch für bedrohte Arten wie das Panzernashorn, das durch die ungestrafte Wilderei vergangener Generationen kurz vor der Ausrottung stand. Neben Nashörnern, Tigern und Elefanten finden aber auch kleinere Echsen, zahlreiche Vogelarten und zwei Krokodilarten Schutz im Ökosystem des Chitwan-Parks. Eine Lichtung mit hohem Elefantengras. Guide Duki sondiert das Gelände und wird fündig. Die Großwildbilderjäger haben Riesenglück. Friedlich und ganz nah. Ein Prachtexemplar. Rund um die Paradise View Lodge leben heute wieder rund 30 Rhinos. Im ganzen Chitwan-Park sind es an die 600. Auch 180 Tiger bejagen wieder ihr Revier. Dann Nummer 2 und 3. Weidmannsheil. Weiter auf dem Mahendra Highway Richtung Westen. Nepals längste und wichtigste Verkehrsader durchschneidet das Terrain auf ganzer Länge und verbindet den Westen mit den östlichen Landesteilen. Ankunft in Lumbini, der Geburtsstätte Siddhartha Gautamas. Mit der Rikscha geht es weiter in den Heiligen Garten, jenen Ort, an dem der Gründer des Buddhismus das Rad der Lehre in Bewegung setzte. Wenn ich nicht mehr bin, Ananda, werden gläubige Menschen mit aufrichtiger Neugierde und Ergebenheit vier Orte besuchen, wo ich geboren wurde, wo ich Erleuchtung erlangte, die ersten Predigten hielt und ins Nirvana einzog. Siddhartha Gautama sollte recht behalten. Für eine Milliarde Buddhisten weltweit ist Lumbini der Ort, an dem alles begann. Als Prinz geboren, wuchs er am Königshof auf und führte ein abgeschirmtes Leben, bis er im Alter von 29 Jahren bei einem schicksalhaften Ausflug in die Stadt mit Krankheit, Tod und Leiden konfrontiert wurde. Er entfloh dem Palast, lebte 5 Jahre als Asket und gelangte durch Meditation zur Erleuchtung. Siddhartha war zum Buddha geworden und hatte den Kreislauf von Leben und Tod überwunden. In der Klosterzone Lumbinis haben Buddhisten aus aller Welt zum Gedenken an den großen Religionsgründer Klöster und Tempel errichtet. Neben der goldenen Pagode Myanmars, einem Nachbau der berühmten Schwedagon-Pagode, und dem königlichen thailändischen Kloster haben sich auch Mönche und Nonnen aus China, Vietnam und Südkorea angesiedelt. Der weiß-goldene Lumbini Shanti Stupa einer japanisch-buddhistischen Organisation ragt 40 Meter hoch über das Nordende des Klostergartens. Auch deutsche Buddhisten sind mit einem Kloster in Lumbini vertreten. Inmitten einer Gartenanlage ist der Bau, aufwendig verziert und ausgemalt, im Stil einer prachtvollen Gompa gestaltet, wie sie auch im Kathmandu-Tal zu finden ist.
Die Sonne senkt sich über dem Heiligen Garten, einem magischen Ort in dem an spirituellen Plätzen so reichen Nepal. Annäherung an den Himalaya. Das Uferpanorama des Pewa-Sees in Pokhara, überragt von den eisgekrönten Gipfeln des Makupuchahare und der Annapurna Range. Der erste Eindruck, sehr angenehmes Klima, besonders im Herbst und Frühjahr, und geradezu tropische Vegetation. Geologisch gesehen ist der See noch eines jener Gewässer, die sich in grauer Vorzeit durch die Aufhaltung der Bergketten gebildet haben. Die Legende mag es dramatischer. Als Bettler verkleidet, suchte Shiva im damals noch trockenen Tal meine Unterkunft nach. Keiner nahm ihn auf. Im Zorn sandte er eine Flutwelle und löschte alle Menschen aus. Das soll nicht noch einmal passieren. Auf der Restaurant- und Shopmeile entlang des Seeufers kümmert man sich vorbildlich um die Gäste. Häuser im traditionellen Baustil und neuzeitlich betoniertes ballen sich im Zentrum mit Geschäften und Märkten. Am Ufer des Pewa-Sees führen zwei Schlangenbeschwörer gegen ein paar Rupies Trinkgeld ihre Kunststücke vor. Im Volksglauben werden sie als Meister der Dressur angesehen. Die Kobra reagiert jedoch nicht auf den Klang der Punky-Flöte, sondern nur auf die Bewegung des Instruments, das aus einem länglichen Flaschenkürbis geschnitzt die Schlange an einen balzenden Artgenossen erinnert. Die Bootstouren auf dem Pewa-See starten aller Orten und sind bestens organisiert. Sie gehören auch für die Nepali zum festen Programm, wenn sie Pokhara besuchen. Großer Asienreisende Hans Hasso von Feldheim-Ostrau fabulierte dazu, man versuche sich vorzustellen, ein Tal, einen See, eine Stadt mit Tropenvegetation und Klima unter den schneebedeckten Gipfeln von 7000 Meter hohen Bergen. Für seine fernwehgeplagten Leser zu Hause kam das dem sagenhaften Shangri-La schon sehr nah. Eine Wanderung führt auf den gut 1100 Meter hohen Hausberg Chandrakot. Steinmauern um Felder und Gärten. Dazwischen öffnet sich immer wieder der Blick auf den Bedeckt sind nur noch wenige der traditionellen Bauernhäuser. Das pflegeleichte Wellblech hat sich durchgesetzt. Drei Generationen leben meist unter einem Dach. Auf dem Gipfel des Chandrakot steht eine weitere strahlend weiße Pagode, die sich dem Weltfrieden verschrieben hat. Auch hier unterhält die japanisch-buddhistische Organisation ein Kloster. An klaren Tagen gehört der Himalaya-Blick von der Klosterterrasse zum Schönsten, was Pokhara zu bieten hat. Doch das Ziel des nächsten Tages verschwindet hinter einer Wolkenbank. Start vom kleinen Regionalflughafen der Stadt.
Ein neuer Tag und wieder Glück mit dem Wetter. Bei strahlend blauem Himmel vorbei am Daulagiri. Der Flug nach Jomsom, mitten hinein in das Annapurna-Trekkinggebiet. Landung nach 45 Minuten auf über 2700 Metern. Die zweimotorigen Lufttaxis pendeln meist nur bis 10 Uhr am Morgen. Ab dann steigern sich die bergaufblasenden Thermikstürme innerhalb einer Stunde zur Orkanstärke. Jomsom ist nicht gerade idyllisch, aber zweckmäßig. Trekking-Lodges und kleine Geschäfte reihen sich an der Hauptstraße. Der Hauptort des Bezirks Mustang ist sowohl Wirtschafts- als auch Verwaltungszentrum der Region. Als Endpunkt einer Annapurna-Umrundung oder als Ausgangspunkt für ein Trekking nach Mustang hat sich der kleine Ort, der sich zu beiden Seiten des Kali Gandaki erstreckt, bestens auf das Geschäft mit den Touristen eingestellt. Obwohl seit einigen Jahren eine Allradpiste durch das Tal führt, gibt es nur Fußgängerbrücken über den Fluss. Etwa eine halbe Stunde dauert die Wanderung vom Flughafen bis zur Jeepstation am anderen Ufer. Dort wartet eine ganze Flotte von robusten Mahindra-Jeeps auf Reisende, die von Jomsom weiter flussaufwärts nach Kagbeni oder zu den heiligen Quellen des Wallfahrtsortes Muktinath wollen. Gepäck wird verstaut, Jeeps beladen, dann startet die Tour auf der staubigen Schlaglochpiste. Unterwegs im Tal des meandernden Kali Gandaki, der sich im Sommer und Herbst zahm in seinem Bett schlängelt. Wild kann er werden, wenn es in seinem Quelleinzugsgebiet in Tibet und Mustang zu kräftigen Niederschlägen oder Schmelzwassern kommt. Damit erklärt sich auch das Tal, das er in Jahrtausenden in den Fels gegraben hat. Einer grünen Oase in der felsigen Landschaft gleicht das Ziel der ersten Tagesetappe. Das Dorf Kagbeni, knapp 2800 Meter hoch gelegen. Die ersten Häuser halten den kräftigen Wind ab. Tourismus, Handel und Landwirtschaft ernähren einige hundert Einwohner, die ihre Kinder auch in die örtliche Schule schicken. In Nepal gilt zwar Schulpflicht, aber das kümmert viele Eltern wenig. Kinder sind notwendige und billige Arbeitskräfte. Kagbeni wirkt, trotz Tourismus und Lodges, beinahe wie ein Relikt aus dem Mittelalter, als der Salzhandel mit Tibet den Ort zu einer wichtigen Versorgungsstation auf dem Weg über den Hauptkamm des Himalaya machte. Yak-Karawanen schieben sich durch die engen Gassen, an denen sich die Steinhäuser zusammendrängen. Schutzhöhlen vor Wetter und Kälte. Gemüse gedeiht nur hinter Mauern. Und irgendwo da oben liegt Muktinath. Am Zusammentreffen von zwei alten Handelsrouten hat sich Kagbeni an einem kleinen Fluss festgekrallt. Die Einwohner vom Stamm der Gurung kamen aus Tibet. Ein bunter Farbtupfer im Ort ist die Rote Gompa, das buddhistische Kloster.
Von einer windzerzausten Anhöhe schweift der Blick weit in das Tal des Kaligandaki. Es ist ein Fenster in das geheimnisvolle, verbotene Königreich Mustang, dessen Grenze gleich unten am Flussufer verläuft. Fremde werden nur mit einer Sondergenehmigung und einem saftigen Eintrittsgeld vorgelassen. Der Annapurna-Tracker freut sich auf seine Ankunft in der Lodge. Wie alle Häuser Kagbenis ist auch die Annapurna-Lodge im klassischen Baustil der Gegend gehalten. Zwei- oder dreistöckige Wohngebäude drängen sich um einen kleinen Innenhof. Auf den flachen Dächern bieten Holzstapel einen zusätzlichen Schutz vor dem kalten Wind, der stetig durch die enge Schlucht pfeift. Auf der anderen Seite des Kaligandaki liegt die kleine Siedlung Tiri, Ziel einer Nachmittagswanderung, die der Höhenanpassung dienen soll. Auch in dem kleinen Bauerndorf findet sich die typische Bauweise wieder. Ein steiler Anstieg führt, vorbei an Chorten, Gebetsmühlen und den allgegenwärtigen Mani-Steinen, zur Gompa von Tiri. Das Kloster liegt auf einer Anhöhe hoch über dem Dorf und war jahrelang verlassen, wie viele der kleinen Klöster in den entlegenen Gebieten Nepals. Heute herrscht wieder Leben in den alten Mauern der Samdup Chöding Monastery. Die Gompa ist ein Zentrum für ayurvedische Medizin, der ältesten der traditionellen asiatischen Heilmethoden. Seit gut 5000 Jahren ist die Lehre von der Lebensweisheit, so die Übersetzung aus dem Sanskrit, überliefert. Die ganzheitliche Therapie stützt sich auf den Einsatz pflanzlicher Medikamente zur Behandlung von Beschwerden. Das Ziel der ayurvedischen Heilkunst ist aber auch die Vermeidung von ernsthaften Erkrankungen, indem man versucht, den Auslöser der Erkrankung zu verstehen und ungesunde Angewohnheiten abzustellen. Lama Dukta Gurung hat als Ayurveda-Arzt 5 Jahre lang in Indien studiert und kennt die Wirkung seiner natürlichen Arzneien ganz genau. Neben Heilpflanzen für Erkältungsbeschwerden, Fieber, Magenverstimmung und Migräne finden sich in den gut sortierten Regalen auch Mittel, die bei hohem Blutdruck, Gelenkschmerzen und sogar Diabetes Linderung versprechen. Am anderen Tag geht es mit dem Jeep steiler bergauf. 1000 Höhenmeter sollen überwunden werden. Ziel ist das hinduistisch-buddhistische Heiligtum Muktinath auf 3800 Metern. Die Berge gleichen einer hochalpinen Mondlandschaft, seltsam abstoßend und anziehend zugleich. Schwer vorstellbar, wie sich Menschen im Kerngebiet des Himalaya auf den Hochebenen von Mustang und Tibet ansiedeln und überleben. Zwischenstopp und Teepause bei der Weberin. Auf dem einfachen, handbetriebenen Webstuhl entstehen Schals und Decken. Früher für den Eigenbedarf, heute zumeist als preiswertes Souvenir für die vorbeikommenden Tracker oder Pilger auf dem Weg nach Muktinath. Der Ehemann übt derweil für den Dorfwettbewerb der Bogenschützen und zählt wohl nicht zum Favoritenkreis. Weiter hinten im Tal, auf einer Anhöhe, liegt Jarkot,
überragt von der Gompa und der Ruine seiner Festung. Sie bot in frühen Zeiten Schutz vor plündernden Nomadenhorden aus dem Norden. 3600 Meter hoch gelegen, schachteln sich die Häuser unter ihrem Kloster. Am eisbedeckten Yakgava-Kang vorbei führt der 5400 Meter hochgelegene Torong La-Pass. Ihn müssen alle Trekker überwinden, die sich für eine Umrundung des Annapurna-Massivs entschieden haben. Höhenmeter tiefer erreichen sie dann Muktinath, wo ihnen die Kurzstreckenwanderer entgegenkommen, nachdem sie am Morgen die Annapurna-Lodge in Kagbeni verlassen haben. Dabei scheiden sich auch die Trekkerwelten. Schon in den frühen hinduistischen Schriften des Mahabharata wird dieser Platz als heiliger Ort erwähnt. Das Ziel der Pilger ist vor allem das auf dem Wasser brennende Feuer, eine Manifestation Brahmas, der hier die sonst nicht zu vereinbarenden Elemente zusammengeführt hat. Selbst viele Pilger aus Indien scheuen den weiten und beschwerlichen Weg nach Muktinath nicht. Der Name, abgeleitet aus Muktichetra, Platz der Erlösung, deutet darauf hin, dass die Pilger durch ein Bad auf Rettung nach dem Tode hoffen dürfen. Und so sprudelt das rettende Nass auch aus 108 vergoldeten Speiern aus der heiligen Vishnu-Quelle. Das Feuer scheut das Wasser und brennt separat im über 100 Meter entfernten Salameba-Schrein. Da irrt entweder die mythische Legende oder die Elemente haben die Sache selbst in die Hand genommen. Was nicht zusammenpasst, sollen auch die Götter nicht zusammenfügen. Ein letzter Blick auf die Bergwelt der Annapurna-Region. Abflug von Kathmandu. Die Hauptstadt ist die Drehscheibe des Trekkingtourismus. Es geht zum Khumbu Himal. Hier erreicht die Kette des Himalayas ihre größten Höhen und verdichtet sich zu dem wohl eindrucksvollsten Gebirgspanorama der Erde. Nach knapp einer Stunde Landung in Lukla. Die Runway ist kurz, geht bergauf und endet vor einem Felsen. In 2800 Metern, völlig losgelöst von jeglicher Straßenanbindung, sind die kleinen Flieger die einzige motorisierte Versorgung des Ortes. Turbulenzen machen aber auch manchmal einen Strich durch den Flugplan. Lukla hat 4 Monate im Jahr Hochsaison. Oktober, November im Herbst sowie April, Mai im Frühjahr. Dann, wenn die Wetterlage stabil ist, drängen sich Bergsteiger und Trekker zwischen den Häusern. Zur Anpassung an die Höhe kann in einer der zahlreichen Lodges übernachtet oder, nachdem die Maschinen Lukla schon früh anfliegen, auch gleich losgewandert werden. Ein kunterbunter Sammelplatz von Sherpas und Bergfreunden aus aller Herren Länder. Donnerstags ist Markttag in Lukla, der wichtigste Treffpunkt für die Sherpas der Gegend. Dazu schleppen Träger oft über viele Tagesmärsche ihre Lasten an. Bauern aus dem ganzen unteren Khumbu-Tal kommen zum Markt, um sich mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. Thank you.
Wie auf allen Märkten der Welt geht es für Verkäufer und Kunden um den Preis. Geschäfte werden abgeschlossen und Neuigkeiten ausgetauscht. Vom Ortsrand führt der Weg in das immer enger werdende Tal auf die Schneeberge im Norden zu. Links um den heiligen Mani-Stein herum geht es mit dem Segen der Götter auf den Track zum Mount Everest Base Camp. Noch schieben sich Waren und Menschen durch das anfängliche Nadelöhr, verteilen sich dann aber auf verschiedene Routen und Dörfer. Bei Niedrigwasser ist der Dudkosi recht zahm. Die Infrastruktur im Khumbu-Gebiet ist auf den Ansturm der Wanderer eingestellt. Hungern und dürsten muss keiner. Die Träger kochen sich ihr Dalbad preiswerter auf offenem Feuer. Eine markante Wegmarke ist der Mani-Stein bei Pagding. Nicht zu vergessen, bitte links herum. Aus Respekt für die Götter. Om Mani Padme Hum. So steht es endlos geschrieben. Zu einem festen Tagessatz pro 30 Kilogramm befördern die Träger alles, was gebraucht wird. Wer das Doppelte trägt, verdient auch doppelt. Zopkyo heißen die Tragetiere in den unteren Regionen. Ab 4000 Meter übernehmen dann die robusteren Yaks die Lasten. Noch ein frommer Wunsch an der Gebetsmühle und weiter geht's. Durch das Khumbu führten schon seit jeher die Handelswege von Nepal nach Tibet. Lebensadern für die hier heimische Sherpa-Bevölkerung. Vom ersten Tageslicht bis in die Dämmerung sind die Karawanen unterwegs. Schwankende Hängebrücken überspannen die reißenden Flüsse. Wenn Mensch und Tier sich den Weg über die Brücke teilen, wird's eng. Auch wenn die Flüsse schwer zu überwindende Hindernisse waren, verlaufen die alten Pfade oft entlang ihrer Ufer und Hänge. Neben dem Tragen von Lasten verdienen viele Sherpa-Familien heute ihren Lebensunterhalt mit kleinen Läden und Pausenstationen für kalte und heiße Getränke. Ihre Lodges bieten ein Dach über dem Kopf, manchmal sogar eine heiße Dusche. Ein Abstecher führt auf die weniger begangene Westseite des Dudkosi. Im April rahmen blühende Bäume den Ausblick auf die hohen Gipfel ein. Die Augen des Stupa weisen den Weg zum Kloster von Gumela, einem der vielen buddhistischen Klöster des Khumbu-Gebiets. Weniger bekannt als das Kloster von Tengboche bieten die kleinen Gompas des Khumbu-Tals einen authentischen Einblick in das tägliche Leben der buddhistischen Mönche. Der Lama des Klosters und zwei Mitbrüder auf dem Weg zur Morgenandacht.
gegen einen kleinen Obolus in die Donation-Box der Mönche dürfen auch Besucher an der Zeremonie teilnehmen. Nach weiteren 2 Stunden kommt Monjo in Sicht. Ganze 50 Höhenmeter sind seit Lukla überwunden. Namaste! Ein guter erster Tag zum Eingewöhnen. Übernachtung in einer komfortablen Everest Summit Lodge. Wenn sie sich im gemütlichen Speisezimmer treffen, haben die Tracker des DRV Summit Club schon eine heiße Dusche im eigenen Badezimmer hinter sich. Ein großer Luxus. Das Wasser wird umweltgerecht mit Solarkollektoren auf dem Dach erhitzt. Auf den Tisch kommt abwechslungsreiche Kost. Neben Reis und Nudeln viel Gemüse und Kartoffeln von den Feldern der umliegenden Sherpa-Familien. Nach dem Essen führt Sherpa Kasi die Besucher durch sein Heimatdorf. Ziel ist die kleine Schule des Orts, die, wie viele Dorfschulen in Nepal, von internationalen Hilfsorganisationen unterstützt wird. Wir befinden uns hier in einem Klassenzimmer in der Volksschule von Monju. Diese Schule wird seit vielen Jahren von der Deutsch-Nepalischen Hilfsgemeinschaft unterstützt. Und zwar fördern wir hier einen kindgerechten, altersgerechten, kindfreundlichen Unterricht. Leider ist es so, dass die Besucher, die europäischen und ausländischen Besucher in Nepal, hauptsächlich nur die Schulen kennenlernen, die entlang der wichtigen Trekkingrouten liegen. Nepal ist aber viel mehr als nur die Trekkingrouten. Und da setzt die Deutsch-Nepalische Hilfsgemeinschaft eben an. Wir fördern Schulen jenseits der großen Straßen, abseits der Trekkingrouten, um eben möglichst vielen Kindern in Nepal eine gute Grundschulausbildung zu liefern. Am anderen Morgen Gepäckausgabe für die Träger. Kurz danach heißt es auch für die Wanderer Abschied nehmen vom komfortablen Nachtquartier. Gleich hinter Monjo liegt der Eingang zum Sagarmatha-Nationalpark, in dem strikte Regeln für die Besiedelung und den Schutz der Natur gelten. Entlang des schäumenden Dutkosi führt die 2. Etappe über Namche Bazar bis zur 2. Everest Comfort Lodge in Mende, immerhin schon 3.700 Meter hoch gelegen. Am Zusammenfluss von Dutkosi und Botekosi spannt sich in luftiger Höhe die Hillary Bridge. Hier müssen sie alle drüber, ob Tracker oder Träger. Nachdem ihm der Everest und ein Sherpa den ersten Gipfelsieg geschenkt hatten, erwies sich Sir Hillary als sehr großzügig. Er baute Schulen, Wege und auch Brücken im Sherpa-Land.
Geschlagen werden sie im größten Ort, Namche Bazar. Auf 3440 Metern gelegen, ist es das moderne Zentrum der Kumbu-Region mit Geschäften, Restaurants, Hotels samt Internet. Hier fließen Strom und Wasser. Der Rest kommt über die Pässe aus Tibet und durch die Täler aus Nepal. Wie in einem Amphitheater reihen sich die Häuser von Namche. Trotz emsiger Geschäftigkeit im internationalen Trekking-Business wurde der Stupa im Dorf gelassen. Alles, was wärmt, vor Wind und Regen schützt und auch noch richtig preiswert ist, findet sich in den Geschäften der Namche-Händler, die ihre lange Tradition nicht vergessen haben. Waren es früher Roheisen und Salz, die über die Grenze nach Tibet wechselten, sind es heute chinesische Billigtextilien. Mit dem entliehenen Markennamen nimmt man es über 3000 Metern nicht mehr so genau. North Face leistet so Entwicklungshilfe der unfreiwilligen Art. Die Hoteliers und Geschäftsleute leben gut vom Geschäft mit den Touristen, ist doch Namche Bazar seit Jahren eines der Traumziele für Bergfreunde aus aller Welt. Basislager für die Trekker, die sich das 3800 Meter hochgelegene Tame vorgenommen haben, ist die Everest Summit Lodge in Mende. Auch hier findet sich der gewohnte Komfort. Hinzu kommt, dass Mende an das lokale Stromnetz eines hydrogeologischen Kraftwerks angeschlossen ist. Das bedeutet ein rundum warmes Innenleben, vom Speisesaal bis zu Zimmer und Bad. Äußerlich sind die Initiatoren ihrem Konzept treu geblieben. Ein solider Bau, eingebettet in eine malerische Umgebung. Ein Standort mit Panorama. Okay, wenn alle da sind, ich möchte noch mal die alle Berge zeigen, gell? Sonst nachher bedeckt. Ich fange von hier. Guck mal, ganz oben ist der Mond. Schau, ja. Unterhalb Mond, diese alle Bergkette heißt Gwangde Ri. Gwangde ist der Name, Ri heißt auf Sherpa alle Berg. Ja. Dieser Spitzeberg heißt Kangtengboche, 6500. Und hinter Kangtengboche kommt noch Ponyutupo, noch die Spitze, wenig Berg. Und dann nach dem Ponyutupo, die andere Seite ist Big Peragoshar, diese breitere mit viel Schnee. Und nach dem Fickferagoschar, die andere ist alles Tashilapza. Oder Papchalmo auch kann man sehen. Das ist unser heiliger Berg Kumbiyula, der Schutzgott von Kumbu. Das ist 5764 Meter hoch. Das ist aber Westwand. Den heiligen Berg der Sherpa im Rücken geht es wieder steil bergauf zur örtlichen Gompa. Hoch über der Summit Lodge von Mende schmücken Gebetsfahnen den Mani-Stein vor dem Kloster Laudo. Wie in allen Klöstern heißt es auch hier, Schuhe ausziehen, bevor der Gebetsraum betreten wird. Das Innere des Klosters ist bunt geschmückt mit Bildern des Gründers Lama Kunzang Yeshe, der das Kloster vor über 150 Jahren als Meditationsstätte gegründet hat. Gastfreundschaft wird auch in den buddhistischen Klöstern großgeschrieben. Der Lama des Klosters lädt seine Gäste zu Tee und Keksen. Eine willkommene Ruhepause vor dem Weiterweg Richtung Tame. Mit dem Segen des Dalai Lama geht es weiter durch das Tal des Bothekosi, immer einen gemächlich ansteigenden Weg entlang.
Was? Religiöse Wandmalereien bringen Farbe in die Landschaft. Nachdem die Grenzen zu Tibet offen sind, fließt über den alten Handelsweg auch wieder der Warenverkehr per Yak-Transporter. Tame liegt gut 3800 Meter hoch auf einem Plateau über dem Bote-Kosi. Gleich mehrere Sherpas aus dem Dorf haben es auf dem Gipfel des Everest zu Ruhm und Ansehen gebracht. Einer von ihnen ist Apa Sherpa, der in Tame die Everest Summiter Lodge betreibt. Er hat es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Kasi kennt natürlich seinen berühmten Landsmann, der bereits 20 Mal den Mount Everest bestiegen hat. Ein bisher unerreichter Rekord. Kann sich aber Sherpa noch an seinen ersten Gipfelsieg am Everest erinnern? Ja, natürlich. Beim ersten Mal war ich sehr aufgeregt. Es war sehr schwierig, aber dann habe ich mich wie im Himmel gefühlt. Mittlerweile bin ich wirklich schon oft dort oben gewesen. Ich kenne alle Schlüsselstellen, aber es ist immer noch nicht einfach. Der Eisfall ist sehr schwierig und die gefährlichste Stelle des Berges. Unser Team ist aber nicht nur zum Klettern am Everest. Seit 3 Jahren säubern wir die Route von Müll und leeren Sauerstoffflaschen. Der wohl bekannteste Sohn des Dorfes ist wohl Sherpa Tenzing Norgay, dem 1953 zusammen mit dem Neuseeländer Edmund Hillary die Erstbesteigung des Mount Everest gelang. In diesem Steinhaus wuchs der Sohn tibetanischer Einwanderer in einfachsten Verhältnissen auf. Immer noch hart sind die Lebensumstände für die zahlreichen Bauern des Bote-Kosi-Tales, die auf den steinumfassten Feldern der Natur mit einfachsten Hilfsmitteln ihre Ernte abbringen. Maschinen gibt es in dieser Region nicht. Der Boden wird, wie seit Jahrhunderten, mit einem steinzeitlichen Pflug beackert. Kartoffeln werden nach der Ernte im Herbst im Boden eingegraben und über den Winter vor dem strengen Frost geschützt. In der Nacht fallen die Temperaturen in dieser Höhenlage auch im Frühjahr schon einmal unter den Gefrierpunkt. Es hat geschneit. Die Tagesetappe von Mende über Kumjung bis nach Tashinga steht auf dem Programm. Dichter Nebel legt sich über das Bergpanorama. Nach 3 Stunden Wanderung im Schneefall ist das Zwischenziel erreicht. Das Dorf Kumjung, fast 4000 Meter hoch gelegen. Vorbei am Stupa des Dorfes beginnt der Abstieg zur 2 Stunden entfernt gelegenen Lodge. Am nächsten Morgen zeigt sich das kleine Hochplateau des Dorfes Tashinga wieder schnee- und eisfrei. Zwischen den Feldterrassen hat die 3. Everest Summit Lodge ihren idyllischen Platz gefunden. Mit dem baulichen und ökologischen Konzept dieser Unterkünfte hat die Trekking-Tochter des Deutschen Alpenvereins, der DAV Summit Club, zusammen mit dem nepalesischen Partner InTrek die Voraussetzungen für Bergbegeisterte geschaffen, die das Erlebnis von überwältigender Natur mit Komfort verbinden wollen. Die Ausstattung des Speiseraums hebt sich dabei ebenso wie die geräumigen Doppelzimmer vom Standard der einheimischen Lodges ab. Wer verschwitzt von der Tageswanderung in 3500 Meter Höhe hier ankommt, weiß die feinen Unterschiede zu schätzen. Weiter Richtung Tengboche. Die beste Zeit sind die Morgenstunden mit strahlend blauem Himmel. Sie gilt es zu nutzen, bevor gegen Mittag Wolken aufziehen, die die Gipfel verhüllen. Thank you.
Hoch über dem Tal des Dudkosi thront der Hilary Stupa, der Dank an die Götter für den Gipfelsieg. Weiter führt der Höhenweg mit immer neuen Gipfelblicken. Doch noch gilt es, von Tashinga kommend, wieder die reißenden Wasser des Dudkosi zu überqueren, um dann die knapp 400 Höhenmeter zum Kloster in Angriff zu nehmen. In einer Lichtung entdeckt Chapakasi den Gipfel des rund 6600 Meter hohen Tamserku, des Pferdesattels. Im Westen überragen die Gipfel Katang und Numbur das Tal. Auf einem Bergrücken auf fast 3.900 Metern Höhe liegt am Fuß des Tamserku das Dorf Tengboche. Eine Handvoll Lodges gruppiert sich um das weltberühmte buddhistische Kloster, das wichtigste kulturelle und religiöse Zentrum des Khumbu-Gebietes. Nachdem es 1989 bis auf die Grundmauern abgebrannt war, erstrahlt das Kloster heute wieder in altem Glanz. Tengboche wurde erst 1916 unter Lama Guru errichtet und hatte eine enge Beziehung zum Kloster Rongbuk in Tibet. Es ist ein Nyingmapa-Kloster und, wie die meisten in Khumbu, der Lehre des tibetanischen Buddhismus verpflichtet. Die Becken und Trommeln rufen zum Mani Rimdu-Fest. Alljährlich zum Vollmond im November ist es das herausragende Ereignis. Die traditionellen Maskentänze finden im Innenhof statt. Den ganzen Tag über wohnen die Pilger dem farbenprächtigen Schauspiel bei. Gesundheit, Intelligenz und Wohlbefinden wird von den Göttern erbeten. Besucher sind willkommen und dürfen mit einem Obolus die Klosterkasse aufbessern. Hinter den Mauern des Klosters Tengboche weist der markante Eisgipfel der Amadablam den Weg weiter hinauf in das Tal des Imjakola. Immer noch sehr distanziert und unnahbar grüßen Lhotse und Everest. Auf nun schon knapp 4000 Höhenmetern liegen dem Wanderer die parzellierten Felder und die Häuser der Ortschaft Pengboche zu Füßen. Nach Osten gelegen, profitieren die Bewohner von der Morgensonne. Kasi empfiehlt einen Abstecher aus dem Tal des Imjakola, der zu einem 4300 Meter hochgelegenen Aussichtspunkt führen soll. Eine Hochalm auf 4200 Metern. Da, wo in den europäischen Alpen nur noch wenige Gipfel zu finden sind, weiden die robusten Yaks und Zopkios. Zeit für einen tiefen Schluck sollte immer sein. 3 bis 4 Liter Flüssigkeit pro Tag. Daran erinnert Kasi immer wieder eindringlich. Ja, die Höhe
beachten ist, muss man viel Flüssigkeit trinken, weil in den Höhegebieten unser Körper verlieren sehr schnell die Flüssigkeit vom Körper. Deshalb wir müssen regelmäßig viel trinken, weil beim Atmen, beim Laufen, beim Schützen, verliert man sehr viel Flüssigkeit. Und deshalb mindestens 4 Liter Flüssigkeit trinken, ne? Tee oder Wasser, sodass unser Blut wird dünner und die dünne Blut verträgt mehr Sauerstoff in den Körper. Zeit sollte aber auch sein für das unvergessliche Schauspiel von Licht und Wolken, die in klarer Luft die Gipfel umspielen. Eine Symphonie der eisigen Höhen. Das ist der schönste Platz vor Edmund Hillary. Rucksack kann alles herstellen. Ja, 4300 Meter hoch. Shapakasi hat nicht zu viel versprochen. Zwar ist der Anstieg zu Edmund Hillarys Lieblingsplatz anstrengend und steil, doch der Aussichtspunkt belohnt mit einem atemberaubenden Rundblick auf die erste Reihe der Himalaya-Gipfel. Die Namen der Hauptdarsteller? Die 6850 Meter hohe Amma Dablam. Der Malanpulan mit rund 6600 Metern. Der Kangtega, 6700 Meter. Der Tamserku mit rund 6600 Metern. Der Kusum Kanguru mit rund 6300 Metern. Am Horizont die Bergkette des Kongderi. Kannte Gipfel des Taboche Peak. Weiter entfernt die Spitze des Pumori. Und anschließend die Range mit dem 8400 Meter hohen Lhotse Shar. Daneben der 100 Meter höhere Lhotse und der Nubtse mit 7900 Metern. Dahinter versteckt sich der Mount Everest mit genau 8848 Metern, der höchste Punkt der Erde. Und hinter diesen Molinen ist der Wasserschlag. In dieser Gesellschaft nimmt sich der knapp 6200 Meter hohe Island Peak, Ziel vieler Kleinexpeditionen, geradezu bescheiden aus. Ein Labyrinth aus Steinmauern durchzieht den kleinen Weiler Dingboche auf gut 4300 Metern Höhe gelegen. Hier trennen sich die Trekkingrouten von Island Peak und Mount Everest Base Camp. Einige einfache Trekking Lodges bieten Unterkunft, Verpflegung und Schutz vor der eisigen Kälte. Im Aufenthaltsraum brennt der Kanonenofen, der zumeist mit Jagddung befeuert wird. Kerosin ist in dieser Höhe zu teuer. In den Zweier Holzverschlägen muss der Daunenschlafsack über die Kälte der Nacht retten. Bei Minusgraden reduziert sich die Morgentoilette auf ein Minimum oder entfällt ganz. Das Wasser ist eiskalt, der Tee und das Porridge dafür umso heißer. Auch in der Küche wird improvisiert. Die Ausstattung ist very basic. Trotzdem schmeckt auch hier das Dalbad meist vorzüglich und die Portionen sind reichlich. Gekocht wird à la carte. Noch näher an der Natur sind die Campingfreunde, die ihre Zelte in den Vorgärten von gastfreundlichen Sherpa-Familien aufgeschlagen haben. Die Wellblechhütte verspricht sogar eine heiße Dusche. In Gesellschaft der fröstelnden Gleichgesinnten ist offensichtlich auch die Nacht im Zelt zu ertragen. Die Trekkingroute zum Mount Everest Base Camp führt vorbei am Stupa von Dingboche hinauf in das weite Tal des Lobuche Kola. Eingerahmt von den Gipfeln des Taboche Peak und des Pokalde Ri,
führt der Pfad durch die karge Vegetation zur Hochalm Dugla. Ein Blick zurück über das Dorf Ferice auf die Ama Dablam. Am Ende des steilen Anstieges zum Tokla-Pass markiert ein Chorten die Passhöhe von gut 4.800 Metern. Gedenksteine erinnern an viele Bergsteiger, die an den Hängen des Mount Everest ihr Leben verloren. Eine Yak-Karawane transportiert Ausrüstung und Proviant zum Basislager am anderen Ende des Khumbu-Gletschers. Auf einer Höhe von fast 5.000 Metern hat der Gletscher eine Steinwüste geschaffen, in der riesige Findlinge Aufschluss darüber geben, wie weit sich die Gletscherzunge schon im Lauf der Zeit ins Tal geschoben hatte. Der Weiterweg windet sich durch die Gerölllandschaft des Gletschergrundes auf die Seitenmoräne. Ein kleiner Aussichtspunkt verschafft Überblick. Obenauf traditionelle Steinpyramiden, denen als Dank für die Götter ein weiterer Stein hinzugefügt wird. Die zwei Gipfel des Lobuche Ost und West, beide über 6.100 Meter hoch. Am Sockel des Berges haben Forscher ihr Hightech-Labor aufgeschlagen. Hi, this is me, Lakshman Adigari. Hallo, mein Name ist Lakshman Adigari. Ich bin der Manager des Pyramid International Laboratory, das auf 4.970 Metern Höhe im Mount Everest-Gebiet liegt. Wir Forscher sind natürlich gut an die Höhe von fast 5000 Metern angepasst. Aber Leute, die aus dem Flachland kommen, können schon ab einer Höhe von 2500 Metern Anzeichen der Höhenkrankheit bekommen. Die ersten Symptome sind leichte Kopfschmerzen und Schlafbeschwerden. Wenn man weiter aufsteigt, nehmen der Luftdruck und der Sauerstoffgehalt immer weiter ab. Das kann dann zu Kreislaufbeschwerden, Übelkeit oder Schwindelgefühl führen. Ich empfehle allen Trackern in dieser Höhe wirklich langsam aufzusteigen. Sehr langsam gestaltet sich dann auch der Weg zwischen den endlosen Yak-Karawanen über die Seitenmoräne des Khumbu-Gletschers in Richtung Everest Base Camp. Gut 5 Stunden führt der Weg in stetigem Bergauf, Bergab, den Everest im Blick bis in den Talschluss. Überragt vom eisbedeckten Lo-La-Pass beginnt auf einer Höhe von 5.350 Metern der Teil des Gletschers, an dem zweimal im Jahr die großen Everest-Expeditionen ihr Basislager aufschlagen. In der Vormonsunzeit Ende April und nach der Regenzeit im Oktober drängen sich mehrere hundert Zelte im Basecamp. Bergsteiger aus aller Welt verbringen bis zu 6 Wochen in der Zeltstadt, um sich für den entscheidenden Gipfeltag vorzubereiten. Sherpas der kommerziellen Expeditionen sichern die Aufstiegsrouten und stellen die Versorgung der zahlenden Gäste sicher. Gleich hinter dem Basislager türmt sich der tückische Eisbruch mit seinen Türmen und Spalten auf. Die erste Herausforderung für Everest-Gipfelstürmer. Deren Geschichte ist lang und reicht weit vor die Erstbesteigung 1953 zurück. Eines der ersten Filmdokumente der Mallory und Irving-Expedition, die 1924 ein spektakuläres Ende nahm. Die beiden Engländer kamen ums Leben. Aber es ist nicht sicher, ob sie nicht doch vorher den Gipfel erreicht hatten. Immer neue Expeditionen versuchten sich an diesem Gipfel, der Herausforderung und Mythos zugleich wurde. Chomo Longma, Muttergottheit der Erde, nennen die Sherpas ihren heiligen Berg. Die Erstbesteigung war ein Ringen des Menschen gegen die unbezähmbaren Gewalten der Natur. Eis- und Lawinenabgänge zerstörten Hoffnungen und Menschenleben.
Die Todeszone in dünner Luft mit wenig Sauerstoff fordert das Äußerste von den Bergsteigern. Schnell wechselnde Wetterlagen erhöhen die Gefahr. Der Erstbesteiger Sir Edmund Hillary schildert die letzten Meter mit seinem Begleiter Tenzing Norgay Sherpa. Tenzing und ich erreichten den Gipfelgrat und plötzlich waren es nur noch wenige Schritte, die uns vom Dach der Welt trennten. Am 29. Mai 1953 standen die ersten Menschen auf dem höchsten Berg der Erde. Der 8.848 Meter hohe Mount Everest war bezwungen. Ein schwacher Abglanz der Gipfelstürmer in eisigen Höhen mag auch auf die Tracker am Fuß des Everest fallen. Vom letzten Lodge-Stützpunkt Gorak Shep führt ein zweistündiger Aufstieg auf den Aussichtsberg Kalapatar, einen Vorgipfel des Pumori. Mit einer Höhe von 5.500 Metern wirkt der braune Schotterhügel fast bescheiden im Konzert der 7 und 8.000er. Doch für alle ambitionierten Tracker ist der Gipfel des Kalapatar der Logenplatz für einen Rundblick. Aus eisigen Höhen und der Rückblick auf ein Land, das den Anschluss an das 21. Jahrhundert noch sucht. Ein Land mit beeindruckender Natur, vielschichtiger Kultur und gelebter Spiritualität. Ein Land mit dem hinreißenden Lächeln seiner Menschen, deren Hoffnungen schon so oft enttäuscht wurden.